berichten. The Chain hat, wie ihr ja alle wisst, einen neuen Drummer, der schon etwas länger bei uns ist. Aber wir haben auch einen neuen Bassisten. Und zwar ist es der große Thomas St. Jones. Hallo Tommy! Hi. Seine Freunde dürfen nämlich auch Tommy zu ihm sagen. Ja. Tommy, du bist wirklich kein unbeschriebenes Blatt. Es sieht ja so aus, was ich über dich gehört habe, bist du ja so eine Art Multitalent. Talent weiß ich nicht, aber Multi, ja. Multi, ja. Also deine hauptsächliche Passion ist ja... Ja, was ist denn deine hauptsächliche Passion? Also bei uns bist du als Bassist. Ich habe keine hauptsächliche Passion mehr. Also ich habe als Keyboarder angefangen, aber ich spiele jetzt einige Instrumente und Bass ist auch ein sehr schönes Instrument und ich mag das sehr gerne. Das kann man wohl sagen. Das würde ich auch gerne spielen können, aber ja, das ist ja nun wirklich eine schwierige Angelegenheit, die tiefen Saiten zu zupfen. Was die Zuschauer natürlich interessiert, ist dein musikalischer Werdegang. Wie fing alles an? Was hat dich dazu inspiriert? Das fing alles hier in Hannover an, in kleinen Übungsräumen. 83, 84 habe ich die erste Platte von Attack produziert, Keyboards gespielt, Texte dazu gemacht. Das war meine erste professionelle Produktion. Das war Hard Rock. Später habe ich dann Jazz Rock gemacht. Da gab es so ein Projekt, das hieß Lauschgift. Lauschgift? Also nicht Hobzin aus Bonanza, der so einen kleinen RL-Sprecher hatte, sondern Lauschgift in doppeldeutigem Sinne. Ja, das sollte so sein wohl. Ist ja süß. Habe ich mir nicht ausgedacht. Nee. Das waren so ein paar Lingner-Musiker, mit denen ich das auch hier in Hannover zusammen gemacht habe. Mhm. 86 habe ich angefangen, an eigenen Sachen zu arbeiten. Zwischendurch war ich noch ein bisschen in Köln unterwegs als Studienmusiker. Dann habe ich meine eigene Band gemacht. Die hieß damals St. John's Paradise. Ah ja, daher auch der Künstlername. Da, genau, das kam da damals zusammen. Da habe ich die im Prinzip auch alle Instrumente erstmal gespielt, habe die Stücke fertig gemacht, habe mir dann ein paar Leute gesucht, die es mit mir live gespielt haben. Wir waren immer zu viert. Und ja, da musste ich dann auch auf der Bühne meine Fähigkeiten als Gitarrist und als Frontmann ein wenig perfektionieren, sonst hätte es ja keiner hören wollen. Du hattest neulich so eine nette Story mit der Eisenbahnbrücke und deinem Gesang. Da hattest du gesagt, wir haben ja auch eine Fotosession hinter uns. Könnt ihr auf unserer Seite www.thechain.ch. Wir sind, was unsere Website anbetrifft, nämlich Schweizer. Und da haben wir auf einer parallelen Fußgängerbrücke gestanden. Und da hat mir Tommy eine lustige Story erzählt von einer Eisenbahnbrücke, wo der Zug immer rüberfuhr und er hat dazu gesungen. Ja, hinten noch Seelze zu Harenberg raus. Da gibt es so eine Art Delta, wo verschiedene Eisenbahnbrücken zusammenkommen. Und ich habe mich nie getraut, in meiner Butze, die war sehr hellhörig, mich hinzusetzen und zu üben. Und dann bin ich damals mit einer Mandoline raus, wo man es nicht so sehen konnte. Die konnte ich so auch so ein bisschen verstecken. Ich war da auch etwas schüchtern und wollte nicht unbedingt, dass mich die Leute so anstarren. Ja, dann habe ich mich ich kann das verstehen. Dann habe ich mich an den Bahndamm gesetzt, habe Mandoline gespielt und habe gesungen. Immer wenn er zukam, dann habe ich lauter gesungen. So lange, bis ich das Gefühl hatte, ich konnte dieses Hintergrundgeräusch irgendwie so ein bisschen übertonen und gleichzeitig auch noch sauber singen. Da kam es ja auch noch drauf an. Also Leute, wenn ihr Sänger werden wollt, ne, die es noch nicht sind, das ist eine gute Übungsmethode. Das wird auch in dem Film Kabarett mit Liza Minnelli. Da wird das auch von ihr gesagt, sie schreit unter der Eisenbahnbrücke und der Typ sagt, was machst denn du da? Da sagt sie, ja, dadurch kann ich etwas lauter singen. Ja, vielleicht habe ich das noch im Unterbewusstsein behalten. Den Film habe ich früher auch ein paar Mal gesehen. Das war so eine Art Pflichtübung. Und ja, das stimmt. So, und wie ging es nun weiter? Also nach deiner St. John's Paradise? Ja, zwischendrin habe ich noch ein bisschen Straßenmusik gemacht. Bin mal irgendwann. Das übt auch.
Ja, das übt richtig. Das übt richtig. Da hast du auch kein Publikum, das weit weg ist. Das guckt dich auch nicht von Weitem an, sondern du musst die Leute, die gehen an dir vorbei. Und wenn du dich das nicht traust, das zu machen, dann hast du schon ziemlich schlechte Karten. Oder dann brauchst du gar nicht erst anzufangen. Das hat aber ganz gut geklappt. Das glaube ich. Das waren so meine Übungssessions, was quasi den Frontmann anging. Aber zum Glück muss ich hier kein Frontmann mehr sein. Das ist alles viel besser. Da kann ich mich schön mit einem großen Bass verstecken. Und die Sache ist gut gewesen. Naja, der Bass ist ja nun ein sehr wichtiger Bestandteil. Es ist der Maschinenraum. Und du hast ja auch Keyboard-Ambitionen. Das heißt, das erinnert mich ja jetzt schon wieder so an den Bassisten von Led Zeppelin. Der hat ja auch einerseits den Bass gezupft und andererseits auch Keyboard-Bass gespielt. Schwebt dir sowas auch vor? Sowas würde ich auch gerne machen. Aber jetzt John Paul Jones ist jetzt nicht explizit mein Vorbild, obwohl ich den sehr, 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 sehr geil finde. Also das ist schon ein super Musiker. Der hat übrigens auch bei den Stones früher so Streicherarrangements geschrieben. Und das ist so ein Multitalent. Wenn ich den heute sehe, was er heute macht, dann denke ich so, ja, also das ist so ein Typ, da könnte ich mich mit anfreunden, sowas zu machen. Oh, dann dürfen ja Martin und ich uns freuen, weil so etwas haben wir uns nämlich schon lange gewünscht. Martin hat früher immer gesagt, also am liebsten hätte ich ja einen Keyboarder dabei. Am besten wäre es natürlich, der Keyboarder könnte auch Bass spielen, weil dann kann er das, sagen wir mal, so und so ablösen oder abwechseln. Also dann haben wir mit dir ja einen ganz großen Treffer gemacht. Ja, schon. Du Multitalent.